So, das sind wir wieder zurück bei Jurassic Park Operation Genesis. Es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe natürlich wieder Kohle, weil durchs Warten bekommt man hier immer Kohle. Das ist nun mal so. Ich war jetzt 2 Stunden hier gar nicht am PC, sondern habe hier einfach machen lassen. An sich ist es hier immer noch etwas überfüllt, aber was mir jetzt eingefallen ist, was wir jetzt eigentlich mal machen wollten. Wir wollten so einen Schutzraum bauen, oder nicht? Und sag mir jetzt nicht, dass ich hierfür nicht mal richtig Platz habe. Hierhin könnten wir den bauen. Tun wir das mal. Ein Sturm nähert sich der Insel. Ja, das war die Ansage für Gewitter. Jetzt müssen wir aufpassen, weil das mit dem Ballon hier nicht gerade sehr gut passt. So, das ist ein Schutzraum, wenn wir mal einen Wirbelsturm haben sollten. Ja, Leute, das kann nämlich passieren hier. Dann können die Leute hier rein flüchten, ohne dass sie direkt den Park verlassen müssen. Nachricht von Dr. Wu. Und ich habe Velociraptor gefunden, aber erst 6%. Das dauert noch ein kleines Weilchen, bis ich da was habe. So, diesen Weg habe ich gebaut, weil ich hier einen weiteren Parkeingang errichten möchte. Zack. Wunderbärchen. Das wechselt sich jetzt immer ab. Mal kommt da drüben die Besucher, mal hier. Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall auch direkt einen Kiosk. Hallo. So. Und natürlich auch wieder direkt ein WC. Und willkommen. Ich habe hier den Weg jetzt doppelt gemacht, damit sich die Leute hier nicht so stauen. So, können wir da noch irgendwas reinsetzen schon mal? Ein Souvenirladen direkt. Ne, da oben haben wir erst einen, da brauchen wir hier eigentlich noch keinen. Aber wir werden jetzt unsere neue Saurierart züchten. Und zwar, wo parken wir die denn hin? Wir parken die hier unten. Nachricht, möchte ich von Dr. Wu. Gerne ein Gehege haben. Homo Cephalus können wir jetzt auch züchten. Sehr schön. So, erstmal Stufe 1 Zaun. Nachricht von Dr. Grant. Ja, das Gehege sollten wir jetzt lieber nicht zu groß machen. Denn die Dinosaurier werden auch nicht allzu groß. Also machen wir hier ein bisschen See raus. Und machen da jetzt mal ein bisschen Berg rein. Denn das soll ja auch mal nach was aussehen, unsere Gehege, oder? Ab, Moment. Und jetzt tun wir das Ganze wieder ein bisschen abflachen. Weil es nur so hügelig sein soll. So sieht es perfekt aus, oder? Ich mache das Gehege aber noch ein Stückchen größer. Damit ich auch Platz habe für die Brutstation, die hier irgendwo in die Ecke muss. Das wird ein weiteres Pflanzenfressergehege. Womit kann ich die Nachricht von Dr. Wu? Was ist denn? Ah, Fossilienmarkt brauchen wir erstmal nicht. Und genau den will ich da rein haben, den Gallimimus. So, erstmal. Nein, aber das können Sie sich nicht. Was? Ich habe kein Geld? Ah! Ach du Scheiße, ich bin pleite geworden gerade. Na gut, dann müssen wir halt ein bisschen warten. Nachricht von Dr. Grant. Können wir das verkaufen? Wir verkaufen das jetzt mal eben. Ich will ein bisschen Geld haben. Schön, Sie zu sehen. Ich mal. Oh, die Kosten. Nachricht von Dr. Grant. Alter, ich wusste nicht, dass die so teuer sind. $3000 für so einen beschissenen Winzviech. Ja, machen wir halt erstmal die Bäume fertig. Tut mir leid, aber das können Sie sich nicht leisten. Ja, die Bäume, die kosten echt eine Menge. Naja, wenigstens haben wir das Gehege schon mal. Das speichern wir gerade mal ab. Wollte gerade sagen, haben wir gerade echt $30000 hier für ein Gehege? Okay, wir haben auch noch den Eingang gebaut, ne? Der kostet auch eine Menge. Und das erste Mal werden jetzt hier drüben Besucher gebracht. Nachricht von Dr. Grant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich tippe auf 10. 9 und kommt noch einer. Ah, fast. Jetzt. Gallimimus, den gewinne ich wieder. So, ist hier alles in Ordnung? Hier, das staut sich. Das ist ätzend, ey. Und willkommen. Oh nein. Seht ihr, was ich sehe? In 2 Monaten haben wir hier einen Wirbelsturm, Leute. Das geht, das wird auf jeden Fall ins Geld gehen. Dringende Nachricht von Dr. Wu. Ich kann jetzt einen Ausruhbereich bauen, das ist doch super. Ich lasse jetzt mal die Forschung sein, denn ich brauche jetzt die Kohle, weil ich, obwohl, warte mal, es gibt, glaube ich, was Günstiges, was man erforschen kann. Und zwar ist das Fernglas, oder $600, genau. Nachricht von John Hammond. Ich brauche nämlich ganz, ganz dringend die Sachen, das Geld, um die Schäden aufzuheben, die der Wirbelsturm anrichten wird. Zwangsläufig. Wie geht's Ihnen heute? Ich mache das mal um $10 teurer, den Eintritt. Willkommen.
Warte mal, kann ich die denn eventuell... Nachricht von Dr. Wu. Oh nein, das wollte ich nicht, egal. Ich wüsste gerne Ihre Meinung dazu. Gallimimus 87, die Leute zahlen erstmal noch den alten Preis. Erst ab der neuen Lieferung, sag ich mal, wird der neue Preis fällig. Sobald man wirklich einen Wirbelschirm auf dem Radar hat, muss man sich darauf gefasst machen, alles Erdenkliche daran zu setzen, um ja, zu sparen, um die Schäden vorbeugen zu können. Denn es wird... Dringende Nachricht von Dr. Sedler. So, mein Pachycephalosaurus ist krank. Was hast du? Du hast... Zeckenbefall. Wir impfen mal direkt alle drei, weil sonst stecken die sich untereinander an und das ist dann auch blöd. Das heißt, es ging gerade wieder ein Haufen Kohle daraus. Da können wir unserem Heli-Menschen zugucken, wie er das macht, aber es ist an sich nicht sehr spektakulär. Dringende Nachricht von Dr. Sedler. Er trifft mich. Kehre zur Basis zurück. Jetzt hätte er es. Okay. Ja, Pachycephalosaurus ist krank. Ist er jetzt nicht mehr, denn wir haben ja direkt alle drei geheilt. Ihr seht schon, so eine Krankheit breitet sich extrem schnell in einem Gehege aus und dann dauert es auch nicht mehr lang, bis der ganze Park angesteckt ist. So, meinen Ankylos geht's gut soweit. Und in einem Monat wartet schon der Wirbelsturm auf uns. Na, ich bin sehr gespannt, was das wird. Aber dann seht ihr das zumindest auch mal. Das ist ja ganz cool. Also es ist so ein kleines Feature, damit das Spiel nicht zu langweilig wird, sage ich jetzt mal. Aber diese Ecke hier, die ist echt blöd. Ich überlege gerade, ob ich hier unten noch eine Toilette hinbauen soll, damit die da oben nicht so warten müssen. Wie viel kostet so eine Toilette nochmal? 1500. Machen wir einfach, komm. Und willkommen. Dann kann es sich das hier so ein bisschen verteilen. Was liegt an? Oh Mann, ich habe kein Geld und bald kommt der Wirbelsturm hier durch. Das Nachricht wird witzig. Von Dr. Grant. Und die finden hier einfach nichts. Warum findet ihr nichts? Zieh ich euch da mal ab und pack euch da hin. Nachricht von Dr. Grant. Ja, der Gallimimus ist jetzt bald schon auf den 100%. Der erste von den neuen Sauriern. Ich kann euch ja mal zeigen, wie der aussieht. So. Ach ja, ihr habt es schon gesehen. Stimmt's ja. Ja, aber anzüchten ist jetzt erstmal noch nicht zu denken. Oh, da kommen Leute. Ah, schön viele zahlende Kunden. Wie viele waren es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Ja, das. Sobald man den Preis erhöht, geht die Besucherzahl immer ein bisschen nach unten. Das ist ganz normal, aber das normalisiert sich im Laufe der Zeit. So, ihr habt gerade gefressen, das ist schön. Wollen wir mal Fotos machen? Bevor der Sturm hier durchpäst und nichts mehr so ist, wie es mal war. 325 Punkte und jetzt noch für meine beiden Albertoren. So. Nachricht von Dr. Wu. Wie ist das jetzt? Kann ich die jetzt einfach so verkaufen? Nee, ich kann die nur entfernen, das ist doch kacke. Was sollen wir hier tun? 96%. Machen wir nochmal ein Foto, ob das jetzt wieder so viele Punkte bringt. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich denke jedes Mal, der ist gestorben, wenn der sich hinlegt zum Schlafen, weil der so zu verwechseln ähnlich aussieht. So, jetzt müssen wir nochmal speichern, denn hier geht gleich die Post ab, Leute. Ich kann es euch jetzt schon mal versprechen. Es ist Juli, aber nicht... Ach, guck mal, der ist ein Glück nur einen halben Monat. August ist Wirbelsturm und danach ist schon direkt wieder Sonne. Und willkommen. Ich bin mal gespannt, was der alles kaputt machen wird. Ja, da wird man sogar mal ein bisschen aufgeregt in diesem Spiel. Nachricht von Dr. Grant. Es ist vielleicht echt praktisch, was wir hier gemacht haben, dass es sich so ein bisschen verteilen kann. Oh, noch mehr Gallimimus. Ja. Her. So, die kämpfen wie immer. Ja, ich finde die ja echt langweilig hier, diese Pachis da. Meine Damen und Herren, damit der Jurassic Park für Sie ein unvergessliches Erlebnis wird, an unseren Beobachtungsstationen Ferngläser zur Dino-Beobachtung installiert. Ihr habt's gehört, wir haben da oben jetzt Ferngläser.
Aber wir können uns jetzt erstmal um kein neues Projekt kümmern. Denn gleich geht hier sowas von die Post ab. Und willkommen. Oh Mann. Oh, August, August, August. In ein paar Sekunden geht's los, Freunde. Nachricht von Dr. Wu. Ich bin schon gespannt. Oh, Gallimimus haben wir jetzt endlich 100%. Das heißt, sobald von dem wieder was gefunden wird... Achtung! Okay. Ein Sturm nähert sich der Insel. Als erstes, was wir jetzt machen müssen, ist Notfall ausrufen. Achtung! Alle Besucherdienste werden jetzt geschlossen. Und jetzt gucken, wo der Wirbelsturm ist. Da ist er. Warte mal ganz kurz mal nachschauen. Ihr seht, ein paar rennen raus, aber manche sind auch schlau genug, um in hier reinzugehen. Wenn er den aufmachen würde. Jetzt macht er auf, okay. Oh nein, und der Wirbelsturm pest natürlich. Er pest natürlich direkt. Und guck mal, was der alles an Leuten mitnimmt. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an. Nachricht von Dr. Grant. Das sind wahrscheinlich wie viel? 20 Besucher, die der hier gerade mitnimmt. Ja, ein Unfall. Aber das kostet mich nichts, denn ich habe den Notfallmodus ausgerufen. Geil sieht das denn aus, Geld, eine Menge Geld. Und Alter, guck mal, nur noch 14 Besucher. Ach du Scheiße. Wie krass ist das denn? Hier liegen sie alle rum. Ja, alle liegen sie hier rum. Also so heftig ist so ein Wirbelsturm schon lange nicht mehr ausgefallen. Und alles, was rot blinkt, ist kaputt. Oh, fuck. Das wird witzig. Und natürlich dreht er nochmal um. War ja klar. Dass der mir das nicht so einfach macht. Unsere beiden Ankylosauren sind schon tot. Mal gucken, was er jetzt noch alles zerstört. Ja, das Gehege macht er erstmal schön kaputt. Dringende Nachricht des Parkverwalters. Und er nimmt die restlichen Besucher auch noch mit. Es ist ja herrlich. Keine Besucher mehr da. Na, dringende Nachricht des Parkverwalters. Nein, bitte nicht, meine Patschis. Was hier jetzt wichtig ist, wenn der sowas macht, dass man direkt hinterher baut. Denn sonst können die Saurier ausbrechen. Und ich habe 22. Ich habe schon 29 gelesen. Würdest du dich jetzt mal bitte verpissen? Komm, bitte löst dich auf, weil du hast mir jetzt echt eine Menge Frust eingebrockt hier. Und willkommen. Da oben haben wir noch eine kleine Insel. Aber ich denke mal, der dürfte sich in Bälde auflösen, denn er hat eine Menge Schaden angerichtet und ich glaube, das reicht. Wir müssen die Besucher erst wieder reinkriegen, ey. Gut zu wissen, dass sie. Und er dreht nochmal um, aber ich glaube, er hat nicht mehr genug Zeit, um nochmal auf unsere Insel zu kommen. Zumindest hat er bis jetzt nicht so viele Saurier getötet, weil die Besucher sind erstmal egal. Die Saurier sind die wichtigen, weil die kosten viel zu viel Geld, um die ganzen nachzuproduzieren. Ja, Nachrichten, da kann ich jetzt gerade mal drauf scheißen. So, wir haben noch 2 Besucher, die wahrscheinlich in unserem Schutzraum sitzen. Die restlichen haben es da nicht rechtzeitig reingeschafft. Und willkommen. Ja, er löst sich auf. Meine Scheiße. So, erstmal den Notfall aufheben, damit die Besucher wieder kommen können. Und willkommen. Reparieren für 1000. Machen wir doch direkt mal. So, Nachrichten gucken. Ja, Besucher gehen, das ist mir jetzt klar. Also das ist interessant. Ankylosaurus ist gestorben, das weiß ich. Ein Besucher, das war nicht nur einer, das waren 10. So, WC1. Mit für 750 reparieren. Jetzt kommen die ganzen Reparaturen. Brutstation 2. Das ist ziemlich übel. Für 500, das geht ja noch. Hallo, hab ich doch gerade. Aussichtspunkt 2 für 182, das geht ja alles noch. Was sollen wir hier tun? Ach, wir haben Homo Cephalus gefunden, ja, schön. So, Putzstation 1, Reparaturen für 1500. Das ist schon wieder viel zu viel Geld, ey. Und dann müssen die ganzen Putzleute wieder einstellen, die gerade gestorben sind. So, den Park reparieren für 2500, also den Eingang besser gesagt. Sie müssen hier eine Entscheidung treffen. Kiosk 1 für 1000.
Aussichtsturm 1 für 1500. Boah, das geht ins Geld. Souvenirbude für 1000. Das ist nicht gut. Dringende Nachricht des Parkverwalters. Pflanzenfutterspender. Den müssen wir natürlich reparieren, bevor uns Leute hier verhungern. So, wir haben nicht mehr so viel Kohle, nicht wahr? Sie müssen dem ein Ende setzen. Forschungen, genau. Okay, der Wirbelsturm wäre durchlebt. Was ist jetzt hier noch los? Hi. Genau. Ja, der das Gehege ist offen, will er mir hier sagen. Dann machen wir doch mal das Gehege zu. Ach scheiße, jetzt bin ich zu weit. Nachricht von Dr. Grant. Ja, wir verkaufen das jetzt mal, damit wir ein bisschen Kohle ran schaffen. Schön, Sie wiederzusehen. Fion, wir können uns auf jeden Fall nicht unsere Ankylosauren leisten. Dr. Grant. Oh, das ist so viel wert, aber das Absolut. Muss ich gewinnen. Ich kann keinen Velociraptor verkaufen, das geht einfach nicht. Ja, dann müssen wir jetzt mal eine Zeit lang ohne Ankylosauren auskommen, bis wir die wieder nachzüchten können. Da liegt noch ein Toter rum. Oh, das sieht cool aus. Wenn das Skelett hier langsam durch die Panzerplatte kommt. Nachricht von Dr. Settler. Was? Jetzt stirbt er mir auch noch. Achso, der ist wahrscheinlich, ja, natürlicher Tod. Der wurde ja nur 6 Monate alt. Also das ist interessant. Was sollen wir tun? Ja, ganz toll. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, ein Albertosaurus ist ja noch da, der jetzt auch was länger lebt, oder? Ja, 4 Jahre. Wir haben ja jetzt die 100%. Du blödes Tier. Ihr seht, der sieht genauso aus, wenn er schläft, als wenn er tot ist. Dann warten wir jetzt mal ab, bis die nächsten Besucher kommen. Nämlich jetzt. Mal gucken, ob wir jetzt unsere nächsten beiden Saurier züchten können. Wäre nämlich schon toll. Nachricht von Einer, Dr. Wu. 2, 3, 4. Ah, nur... Ach, 5. Es geht weiter. Okay, so jetzt Schön, zweimal Ankylosaurus, bitte. Keine Kohle mehr, aber das ist egal. Nein, nicht Notfall. Ich drücke immer aufs Falsche, wenn ich hier will. Jetzt machen wir erstmal die restlichen Impfstoffe, oder? Oder irgendwas Billiges. Haben wir noch irgendwas Billiges? Saurier, nee, das ist alles teuer. Traktion. Ah, ja, Aussichtskuppel. Für 1250 Euro. Dollar, wie auch immer. So, jetzt schnell abgespeichert. Jetzt sind nämlich unsere Forscher wieder an irgendwas dran und beschweren sich nicht. Wir sind nicht im Minus, das kann einem nämlich hier auch passieren. Unsere Ankylosauren werden gerade nachproduziert und wir haben sämtliche Reparaturen erledigt. Normalerweise dauert es so alle 2 Jahre, dass mal ein Wirbelsturm vorbeikommt. Also Jahre im Spiel, ihr wisst schon. Nachricht von Dr. Grant. So, Opalhaufen, der kommt mir doch gerade recht. Wie viel bist du wert? 6000 Dollar. Das heißt, ich kann meinen zweiten Albertosaurus hier wieder reinschmeißen. Hallo Neuankömmling. Deine Vorgänger sind beide durch den Wirbelsturm durchs Leben gekommen. Ich hoffe, das bleibt dir erspart. So, mit etwas Glück können wir hier drin auch bald unsere Gallimimi züchten. Und ich würde fast so sagen, dass wir hier eventuell noch einen Schutzraum hinsetzen, oder? Passt das? Das passt nicht. Hier hin, oder? Ja. Ja, 2000. Doch, machen wir. Damit die Leute nicht immer nach draußen flüchten, weil wenn sie hier drin sind und dann der Notfallmodus aufgehoben wird, dann sind sie immer noch im Park. Ihr versteht schon. So. Ich werde jetzt wieder ein bisschen abwarten, bis wieder ein bisschen Kohle reinkommt und dann machen wir weiter und züchten hier unsere Gallimimi. Nicht wahr? Okay, Leute, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao.